Du willst Instagram Reels, YouTube Shorts oder vielleicht TikToks generieren aus einem längeren Video, das du aufgenommen hast, wie ein solches, wie ich jetzt hier aufnehme, dafür eignet sich das Tool Opus Clip. Und wir schauen uns an, wie einfach das geht. Und zwar sind wir hier in Opus Clip drin auf unserem Dashboard und das simple Ding ist, ich hole einen YouTube Link Pepe hier rein. Dieses Video 14 Minuten über AI einsetzen, um Inhalte vorzubereiten. Nehmen wir den Link, gehen hier rein, pasten den Link. Inhalte automatisch vorbereiten mit KI. Ich kann jetzt nichts wählen, weil ich einen kostenlosen Account habe, aber ich bin mir am Überlegen, da abzudrücken für den Pro-Account. Was denkst du dazu? Soll ich den kaufen? Auf jeden Fall lasse ich das entsprechend jetzt so. Und kann jetzt ein Stil, ein Preset wählen. Das gefällt mir, diese weiß hinterlegten okay. Get Clips in One Click. Jetzt wurde das Projekt eingereicht und das dauert eine Weile, eine Weile natürlich, bis das prozessiert ist. Wenn ich die Watermarks nicht will, die Wasserzeichen, dann muss ich upgraden und ich will natürlich die Watermarks nicht, wenn ich das jetzt wirklich einsetze. Also werde ich wohl upgraden. Und da gibt's entweder den Starter Account für 9 Dollar pro Monat. Das gibt's nur monatlich. Ist cool, wenn du ein paar Videos hast und die durchrattern lassen willst. Wenn du regelmäßig Videos machst. Dann könntest du zum Beispiel den Pro-Account, da kannst du mehr Minuten Videos pro Monat so verarbeiten. Du kannst aber auf jährlich zahlen, dann kostet es im Moment nur 9,50 Dollar. Was sind das? 8,50 Franken im Monat, aber jährlich bezahlt. Und du kannst diese Videos dann ohne Wasserzeichen nutzen. Für TikTok, für YouTube Shorts, für Instagram Reels, für den neuen Videofeed bei LinkedIn. Also, wahrscheinlich ein Deal. Ich sehe jetzt hier unten, es dauert noch 10 Minuten, wahrscheinlich weil ich mit dem, oder fünf jetzt, mit dem kostenlosen Account hinten anstehen muss, nehme ich jetzt mal an. Aber ich zeige dir, wie das herauskam bei meinem ersten Versuch.

Längen und ich könnte jetzt Download HD machen, jetzt allerdings noch mit Wasserzeichen. Ich für meinen Teil werde den Pro-Account wohl lösen, weil man in YouTube zum Beispiel jetzt Pro-Short auch einen Link hinzufügen kann zum Longform-Video. Das heißt, wenn ich ein längeres Video aufnehme, dann kann ich es gerade hier durchraten lassen und ein paar Shorts auch noch produzieren, um dieses Video zu promoten. Und dank diesem Link können die Leute wirklich vom Kurzvideo durchklicken zum langen Video. How cool is that? Wenn du Fragen hast, unten in die Kommentare. Schau die anderen Videos, abonniere diesen Kanal und see you soon.